Also doch noch schön hier auf Güster. Zack, und dann ballert es auch direkt wieder rein. Der Spot läuft schon eine ganze Weile. Und wir waren auch im Livestream schon hier. Wir haben hier schon ein bisschen rausgezogen. Wir hatten hier schon ein Wettangeln. Und nach wie vor läuft es hier an der Stelle auf Güster. Also raus mit der Güster hier am Wolchow. Ich habe schon gerade einiges rausgezogen. Es ballern natürlich auch immer mal wieder so ein paar Rotaugen mit rein. Ich muss mal gucken, dass ich hier vielleicht nicht überfütter. Wobei bei der Strömung und bei dem Fressverhalten sollte das eigentlich ganz gut gehen hier. Mit ausreichend kleinen Futterbällchen. Immer wieder schön rein für die Güster. Rausholen mit der Güster. Geht ganz gut. Ich kann auch gleich mal kurz schon den Kescher zeigen. Ich stehe hier schon ein paar Minuten. Und wie gesagt, es lübt. So sieht es gerade aus. Ja, jetzt knapp eine halbe Stunde sogar schon hier. Angefangen, natürlich mit Futtermische rausgeschmissen. Die ersten paar, bis die Futtermische richtig wirkt, die ersten paar Fische waren dann hier eher Rotaugen. Und dann ging es halt so langsam los mit den verschiedenen Güstern. Trophy Rotauge ist auch noch nebenbei reingegangen mit über 1,4 Kilo. Ist auch ganz nett. Und ansonsten hier vom Gewicht der Güster passt das auch schon mal ganz gut. Ja. Kann man mitnehmen, bis 700 Gramm hier die größte, 800 Gramm wäre dann Trophy, wäre natürlich auch nicht schlecht, wenn die gleich noch mit reingeht, würde ich auch mitnehmen. Aber ansonsten, ja, einfach für mich gerade nur einen Spot, um noch ein bisschen hier auf Frequenz zu angeln, ein bisschen für den Spaß, dass da ein bisschen was funktioniert, dass man halt schön noch den ein oder anderen hier rausziehen kann. Das gesamte Setup ist relativ fein oder hatte ich relativ fein aufgebaut, bin jetzt doch ein bisschen entspannter wieder reingegangen und zwar hatte ich jetzt hier die einfache Grundmontage, klassische Haarmontage gewählt, habe hier einen recht großen Haken, einen 6er Haken, man kann auch mal runtergehen bis auf einen 8er Haken, vielleicht sogar mal einen 10er Haken testen. Aber hier mit dem 6er Haken versuche ich halt gerade extra so ein bisschen die größeren Brocken zu kriegen. Anfangs stand ich hier mit 3,2 Kilo Vorfach. Sehr, sehr fein. Bin dann allerdings auch gerade nach dem Rotauge, dann habe ich gedacht, komm Alter, jetzt hier jedes Mal in den Drill zu gehen. Hatte ich jetzt nicht so Bock drauf. Ich wollte auf entspannt rausziehen und deswegen halt hier jetzt gerade 5,4 Kilo Vorfach. Also wenn ihr ein bisschen die Chance erhöhen wollt auf vielleicht nochmal eine Trophy, auf einen etwas scheueren Fisch, dann vielleicht doch nochmal feiner rangehen. 3,2 Kilo Vorfach Fluorocarbon kann man da ganz gut nehmen. So, gerade nochmal eben geändert, hatte ich gerade noch gesehen. Zuvor stand ich noch am Belaya. Und deswegen hatte ich da gerade noch ein anderes LED-Core. LED-Core sollte man immer ein bisschen anpassen, dem Untergrund. Deswegen machen wir das jetzt hier auch noch. Also, idealerweise würde ich sagen, ist das Setup dann schön schlammig zusammengebaut, wenn man hier schon in dem schlammigen Bereich angelt. Komm mal ran hier, die nächste Güster. Und zwar dann mit dem schlammigen Blei. Und dann nehmen wir hier noch ein schlammfarbenes LED-Core. Und dann lübt das auch ganz gut hier. So, 15 Meter weit geklippt. 15 Meter und Futtermische natürlich. Wenn ihr hier steht ohne PVA, auf jeden Fall bei den 15 Metern die Futtermische rauswerfen. Also Güster Standard Futtermische. Oder dann eine veränderte Futtermische, die sich so ein bisschen mehr auf dieses, Moment, jetzt hole ich das aber auch nochmal eben raus, ein bisschen mehr auf dieses Set bzw. auf diese Köder konzentriert, die Futtermische. Das heißt, von der Aromatik her sollte das Ganze hier mehr in dieses Süßliche gehen. Creme, Brûlée und Karamell und das Ganze schön mit milchigen Dip abgerundet. Ich gehe gleich nochmal kurz ins PVA rein, dass ihr dann die Futtermische seht. Das kann man dann halt eben auch in Bällchenform pressen. Na, ist noch nicht dran. Warten wir noch ein bisschen.
dann gucken wir jetzt doch mal eben rein ins PVA bzw. in die normale Futtermische. So sieht das Ganze aus. Das Ganze ist quasi hier oben Standard-Güster. Das heißt, gemahlene Erbse als Basis ist Standard-Güster, Zuckmückenlarve ist Standard-Güster, Fliegenmade ist Standard-Güster. Was nicht Standard-Güster ist, kommt danach. Das heißt, ich habe Boilies geschreddert extra mit Karamellgeschmack, mit Vanille. Creme Brûlée ist ja Vanille karamellisiert. Das heißt, wir haben hier diese beiden Aromen mit drin und dann unten nochmal schön die Sahne mit reingemixt. Explosive Vanille habe ich in dem Fall hier genommen. Man hätte vielleicht auch sowas, vielleicht gibt es sowas wie auflösend oder sowas in die Richtung. Die haben halt nochmal eine extra Wirkung. Aber wie gesagt, das so halt als Aromatik, um hier so ein bisschen das Ganze in eine Richtung zu bringen, die auch den Boilies entspricht. Ne? Da ist was dran. Manchmal zuppelt es gar nicht richtig, aber man sieht es halt am Flackern der Schrift. So. Wenn man hier reinschaut, dann flackert hier immer alles. So. Oder halt gerade bei der Futtermische hat es auch geflackert. So. Und wieder raus. 15 Meter. Also, so sieht das ganze Setup hier aus. 15 Meter weit. Wir sind hier am Wolchow. Ganz klassische Stelle, die auch immer mal wieder funktioniert für Z-Fische. Die Zobel, Zope und Zerte kann man hier auch gerne fangen. Mit einer ganz normalen Grundmontage, Inline-Montage, Schlaufmontage. Und dann hier einfach mit verschiedenen Larven, Würmern, Kaster und so weiter einfach hier mal testen. Das ist der Spot. Ich glaube, wir haben soweit alles. Die wichtigsten Infos sind zusammen. Durchziehen, Tageszeit, Nachtzeit, funktioniert beides. Mal mehr, mal weniger. Also richtig gut halt auch hier wieder Morgenstunden, Abendstunden. Ich glaube, ich lasse das auch noch ein bisschen draußen. Ist da was dran? Ja, da ist sogar noch einer dran. Ich würde sagen, den nehmen wir jetzt nochmal eben mit. Und dann gucken wir doch jetzt gleich mal kurz rein in den Kescher, wie es denn jetzt gleich aussieht, beziehungsweise was das Ganze denn hier so bringt mit den Güstern. So. Ja, ich renne mal eben kurz zurück in die Base. Und da sind wir auch schon. Sehr gut. Ja, Güster. Güster habe ich gerade, wie gesagt, ja schon am Belaya gesucht. Wenn du einen Spot kennst, wo die Güster am Belaya läuft, gerne mit unten reinschreiben. Wo sie aktuell läuft, denn ich suche und suche und suche und finde aktuell keine Stelle für die Olle Güster. Vielleicht lübt es ja demnächst wieder, im Moment, wie gesagt, gerade leider nicht so gut. So sieht es jetzt gerade in Gänze aus mit der Güster hier an der Stelle am Wolchow. 140 Silber in 30, 35 Minuten jetzt mit dem Latschen. Also passt ganz gut, kann man machen. So ein paar Rotaugen-Trophies kann man natürlich auch gerne mitnehmen. Ich gucke gerade nochmal eben rein vom Geld. Ja, die größeren Rotaugen sind gar nicht so schlecht. Also, wenn ihr mal einen Spot habt, wo auch die Rotaugen reinballern. Ihr seht das hier, 700, ich sag mal so ab 500 Gramm plus, kann man die ganz gut mitnehmen. Wenn man dann dementsprechend eine hohe Frequenz hat, kann man damit auch ganz gut Silber machen. Und man hat halt wenig Verschleiß da drauf. Ne? Und es ist ein günstiges Angeln. Das Güsterangeln ist gar nicht so günstig, weil wir eben ziemlich spezielle Futtermische brauchen. Und auch noch die guten Boilies verwenden. Also da muss das auch richtig reinballern, wenn man dann so eine Stunde durchzieht. Und dann im Bereich von 250 bis 300 Euro ist, Euro Silber, dann ist das auch gar nicht verkehrt. So, aber nu verkaufen, weiter angeln, Petri ihr Lümmels, wenn es geholfen hat, Daumen da lassen, Kanal abonnieren, hilft mir. Und dann sehen wir uns in einem der nächsten Videos oder im Livestream auf Twitch, montags, mittwochs und freitags immer um 19 Uhr. Petri.